Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 19 Karriere. Wir sind wieder am Start. Ich habe mal ein bisschen Dingens hier gemacht, ne? Ein bisschen Training und so. Bevor es jetzt ins nächste Spiel geht gegen... Ach, liebe Zeit, was ist das denn? Ach, gegen Brighton. Okay, wir spielen gegen Brighton. Mit dem lustigen Bild von Suarez wieder da hin. Aber wir müssen kurz in die Dingens gucken, in die Taktikgeschichte, denn... Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Pressing nach Ballverlust, ständiger Druck, das hat mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen. Ja, im letzten Spiel ständiger Druck. Okay, das mit Druck nach Fehlern finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Wir müssen auf jeden Fall hinten, finde ich, ein bisschen geschlossener stehen auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen zurückgezogener. Ich glaube, das ist ganz nice. Das mit dem schnellen Aufbau fand ich aber eigentlich ganz cool. Ich glaube, das lassen wir mal drin auf jeden Fall. Das lassen wir auf jeden Fall mal drinne. Haben wir das jetzt so, Druck nach Fehlern, genau, und schneller Aufbau, das passt auch. Ich würde hier gerne, aber das mache ich hier im anderen Bildschirm, mal ein bisschen durchwechseln vielleicht. Gegen Brighton kann man das, glaube ich, mal ganz gut machen. Einfach mal ein bisschen andere Spieler spielen lassen. Hier mal kurz ins Teammanagement, dann gehen wir mal kurz in die Aufstellung. Ich würde gerne in der Mitte tatsächlich, setzen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Als Stürmer, und da würde ich heute ganz gerne mal Sturridge den Vorzug vor Roberto Firmino geben. Und ich würde Shaqiri gerne mal statt Milner ist Kapitän, den will ich eigentlich ungern rausholen. Wen haben wir denn hier noch? Origi, der ist leider über seinen Talentstatus auch nie hinweggekommen. Wir hätten Lallana noch, das ist natürlich auch ein super Spieler. Wobei, Martin nehmen wir mit. Wir lassen Gomez zu Hause und Oxlade-Chamberlain müssten wir eigentlich halt auch mal spielen lassen, ne? Vielleicht machen wir einfach mal... Cater kriegt mal eine Pause und... Kann Milner auch ZM spielen? Mann! Ich hasse das. ZM. Nee, kann er nicht. Okay, pass auf, dann andere Geschichte. Machen wir es mal so. Also, wir haben jetzt hier unten Cater. Ich würde Cater halt trotzdem gerne mitnehmen. Einfach nur als Backup. Safety first und so. Ja, und ansonsten würde ich das gerne mal so probieren. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Mit Lallana, mit Chamberlain und mit Sturridge einfach mal eine komplett ausgetauschte Mitte. Warum Firmino da jetzt immer noch links im Bild zu sehen war, weiß ich nicht. Was ist das denn? Ach, krass. Was ist das denn hier Neues? Ist ja Wahnsinn. Ah! WTF. Ah, okay. Lol. Okay, es gibt immer wieder neue Trainingssachen, die sie sich da einfallen lassen, wa? So. Oh, schönes Wetterchen hier in der Anfield Road. Wir spielen gegen Brighton. Ich glaube, die sind Aufsteiger. Oder? Liverpool. Sind die Aufsteiger oder sind die nicht Aufsteiger? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich weiß es gerade nicht. Ich kann es euch absolut nicht sagen. Hier haben wir unseren Top-Torhüter. Alisson macht einen super Job bis hierhin. Gefällt mir sehr gut. Und los geht's. Ja, schon mal super gespielt. Sturridge. Ah, Ballverlust ist aber... war das ein Foul? Ich weiß es nicht. Aufpassen, wir sind jetzt sehr offensiv hier gerade. Schön. Ai, Van Dijk. Nicht so wirklich idealer Pass. Probiert's nochmal. Diesmal sieht's gut aus. Ja, Ballverlust von Chamberlain. In der Mitte. In der Mitte. Ja. Groß. Mit dem Tor. Wir kassieren zu viele schnell. Also die Tore sind zu schnell, die wir kassieren. Das geht viel zu einfach, viel zu schnell. Das gefällt mir nicht. Groß. Zweites Premier League-Tor. Das ist nicht gut. Irgendwas ist da in meiner taktischen Einstellung, glaube ich, was noch nicht so wirklich gut ist. Ne, ist nicht gut. Ah, ich gucke mir das an. Schon wieder ist er durch, Alter. Das ist zu krass. Also. Das ist gar nicht gut.
Schön gespielt. Und auch hier Mané ist wieder ziemlich frei. Schön frei gelaufen. Aber guckt ihr das an, Montoya. Der rennt einfach an Mané vorbei, als wäre das nichts wäre. Das verstehe ich bei FIFA 19 noch nicht so ganz. Ich meine, okay, sie wollten bei FIFA 19 vielleicht so ein bisschen gegen dieses Pace, gegen diese Pace-Geschichte angehen. Aber ganz ehrlich, doch nicht so. Also nicht so, dass Pace-Spiele halt absolut nichts mehr wert sind. Wijnaldum. Foul. Was? Das war... Was? LOL. Guck mal, ich komme jetzt nicht an ihm vorbei. Verstehe ich nicht. Schöne gespielt. Sehr, noch viel schöner gespielt. Mané, kommt nicht hin. Das gibt's nicht. Ah. Junge, 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 Junge. Van Dijk auf Alexander. Und das ist Sturridge. Sturridge! Ich hätte die Mitte legen müssen. Scheiße. Oh fuck, ich wollte unsere Variante ja wieder machen. Egal. Wir dürfen nochmal. Okay, Variante kommt. Pass auf. Kickt er das an? Kickt dir das an jetzt? Was da jetzt passiert? Okay, andere Variante. Mané! Schade. Hätte ja klappen können, nicht? Hätte ja klappen können. Schade, hat es aber nicht, ne? Hat es nicht. Egal. Vorsicht, groß. Ist das Pascal groß? Ich glaube ja, oder? Okay, das mit dem Durchkombinieren da hinten, das geht einfach viel zu einfach. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie die sich da easy peasy durchkombinieren. Und dann da sozusagen schon fast vor unserem Tor stehen, obwohl so... Ne, das gefällt mir nicht. Hier auch wieder. Das kann gegen Mannschaften wie PSG noch ziemlich lustig werden, wenn wir nicht aufpassen. Ich meine, bis jetzt hatten wir noch keine wirklichen Herausforderungen an und Abführung gehabt. Ich meine, West Ham und Crystal Palace sind jetzt nicht die Teams, wenn ihr versteht, was ich meine. Also nicht die Teams, gegen die man jetzt hier die wichtigen Punkte holt. Also natürlich auch, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Die dicke Dinger mit Manchester und Co., die kommen ja erst noch nicht. Klasse gemacht von Mané und dann sowas. Schade. Super Drehung und dann sowas. Blöd. Van Dijk, wieso gehst du da nicht hin? GTF! Was ist los? Muss doch da hingehen. Kann doch nicht sein, Junge. Okay, wir sind nicht so wirklich durchschlagskräftig übers Mittelfeld. Das ärgert mich ein bisschen. Fehlen doch Chamberlain und... Ah, oh, diese Y-Pässe. Ich hasse sie manchmal. Ich hasse sie manchmal so sehr. Okay, warte mal. Mal kurz was ausprobieren. Wir müssen die Arbeit gegen den Ball wieder umstellen. Das ist... Gefällt mir nicht. Lass uns mal Pressing nach Ballverlust probieren. Das haben wir bis jetzt noch nicht probiert. Vielleicht ist das besser. Okay, Van Dijk ist irgendwie heute ein bisschen von der Rolle, habe ich das Gefühl. Brighton macht das aber auch richtig gut. Also die kommen richtig gut an den Ball. Die sind richtig fresh da am auch Jungs. Ja, das verstehe ich halt manchmal auch nicht. Diese Fehlpässe, das nervt manchmal ein bisschen. Was halt eigentlich Bälle sind, die easy ankommen müssten. So, Sturridge. Das war gut kombiniert auf jeden Fall. Mané. Salah. Ein Tor. Sauber. Mo Salah mit dem Tor.
Schönes Ding. Schön gespielt, Mané. Klasse Ding. Oder mit links. Oder ist es Mo Salah? Und das ist einfach klasse. Drittes Saisontor von Mohamed Salah, der Ägypter. Wunderbar. Hat sich also nach der WM, nach der Desaströsen für Ägypten, auch gefangen. Weil, sind wir ganz ehrlich, was hat man denn erwartet, dass Salah im Alleingang mit Ägypten die WM gewinnt? Die Erwartungen manchmal da sind immer so, weiß ich nicht. Ist schon lustig, was die Leute immer erwarten. Klasse gespielt. Schön gespielt, Mané. Oh, Flanke. Aha, war nicht schlecht. Boah. Schade, ich dachte, komm, probier's immer. Bin aber hier. Pascal Groß, tatsächlich. Pascal Groß, ne? Ich kenne den auf jeden Fall. Ich kenne den Namen. Ich kann ihn nur gerade irgendwie nicht zuordnen, wo der mal gespielt hat. Fuck. Lallana mit dem Fehlpass. Also, ne, das ist irgendwie so. Weiß ich nicht. Wijnaldum, das macht er super. Aber auch ein Fehlpass. Lovren, weg damit. Vielleicht? Oh. Also, was mir gut gefällt, ist, dass die Flügel da so schön mitarbeiten. Also, Salah und Mané, die laufen sich da immer bombenmäßig frei. Scheiße. Ah, das gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, Lallana und Chamberlain da in der Mitte ist jetzt noch nicht das Traumduo. Gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Aber mal gucken. Schön. Gut aufgepasst. 2 Minuten Nachspielzeit. Und Wijnaldum auf den Außen mal. Das war was ganz anderes. Was, Salah? Abgefälscht. Nicht ungefährlich. So, pass auf. Da ist er wieder. Eckball. Ah, schade. Und ab. Oh, da haben wir mal Glück. Da haben wir aber richtig Glück. Ja, ja, ja. Also ist. Huch, das ist die Maus. Null. Ist Kampf. Ja, also ist ein Kampfspiel auf jeden Fall. Gegen Brighton. 5 Torschüsse, nur 1 Tor. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich würde mal sagen. Stellen wir mal wieder ein bisschen Normalität her, bringen Keita und auf der 6 bringen wir mal Fabinho. Das ist auch ein guter Spieler auf jeden Fall. Na, gucken wir mal zweite Hälfte, ob das mit Keita und Co. wieder jetzt ein bisschen Normalität hier kriegt. Die ganze Geschichte. Schön. Dann haben wir Keita. Schön gemacht. Ah, da passt es allerdings nicht wirklich geil. Ja, Vorsicht. Knockert. Heißt der Knockert? Keine Ahnung. Okay, kein Foul. Alles klar. Interessant. Da ist er wieder. Und es gibt einen Eckball. Dennoch gut geklärt. Am Ziel vorbei ist Danny Sturridge. Okay. Hat jetzt noch nicht so auffällig gespielt, denn die Storage geht so. Ich mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr oft. Allison, klasse Parade. Der muss er haben. Hat er auch. Mo Salah da vorne. Vielleicht. Ja, braucht ein bisschen Unterstützung. Ich würde sagen. Wir machen mal ein bisschen mehr Ernst jetzt. Warte mal, Stürmer lässt sich zurückfallen. Das, nein, 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 warte, das hier? Warte. Oh, falscher Knopf. Was haben wir denn hier noch? Nach oben und dann genau in den Strafraum. Warte. Ach Mensch. Ich
Wieder falsch gedrückt. Ich muss nach unten drücken, Mann. Also nach oben. So. Ja, das ist klasse. So, jetzt können wir uns wieder aufs Spiel konzentrieren. Muss ich gerade mal einstellen. Wie gesagt, da bin ich noch nicht so konform. Da bin ich noch nicht so drin. Und das ist sehr gut. Das ist Mané. Und jetzt geht's richtig steil bergab. Bergauf meine ich. Mané. Keita. Und Tor. Wahnsinn gespielt. A Sturridge. Das war Sturridge. Das war gar nicht. Das war gar nicht. Keita, mein Gott. Das war Danny Sturridge. Ich dachte, er wäre Keita gewesen. Null. Ja. Da kann der Torwart nur noch zugucken. Hier, pass mal auf. Zack. Richtig schönes Ding. Danny Sturridge. Goal for Liverpool. Mit dem Tor. 2-1. Daniel Sturridge. Juhu. Danny Sturridge, he's the man, he's a good guy. Mané, oh, klasse Abschluss von Alisson. Mané, oh, kriegt sich da doch noch irgendwie durchgesetzt und spielt den klasse Ball auf Salah. Schade, Lallana, wenn der ankommt auf Sturridge, heilige Maria Gottes. Komm schon, Salah, Salah, Salah. Oh. Schade. Ah, Vorsicht. Schönes Ding. Van Dijk. So, Spielsicherheit gewinnen. Das ist jetzt erstmal wichtig. Das klappt sehr gut. Mit so einem Ball von Van Dijk klappt das wunderbar. Leck mich doch am Arsch. Kann er doch nicht bringen. Vorsicht. Schön. Eckball gibt's. Ecken sind immer gefährlich, muss man aufpassen. Und Brighton ist auch scheinbar nicht so schlecht. Aber Alisson, das ist einer für ihn. Schön. Mossala. Fabinho. Na komm, Keita, lauf. Scheiße. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Mann, ich hasse das bei FIFA 19. Lass die Bälle immer dahin spielen, wo man gar nicht hin will. Vorsicht, Brighton kommt. Lovren! Boah, wichtig. Zweimal ganz, ganz wichtig von Lovren gerade. Wir kriegen sogar noch einen Einwurf. Krass. Keita. Schön, der Doppelpass. Schönes Zusammenspiel. Mit Sturridge. Und dann ist es... Was machen die beiden da? Mo Salah kommt da nicht hin. Foulspiel. Oh. Der hatte schon Zunder. Gibt eine gelbe. Gegen Pascal Groß. Oh. Schauen wir nochmal drauf. Ja, ja. Na, gar keine Frage. So, Freistoß. Mit. Wer schießt den? Hä, er? Ernsthaft? Ich hätte es eher hier nie gedacht oder so. Okay, wir lassen es Mo Salah machen. Ne. Okay, hätte ich ein bisschen mehr Power geben müssen. Oh, ich schieße halt leider, also im Spiel leider zu selten Freistöße, als dass ich da irgendwie, ne, und so. Oh mein Gott. Ganz, ganz böses Ding. Übler Fehlpass von Brighton da gerade. Leider kein Kapitän. Oh, der nächste. Oh, dann können wir es nicht ausspielen, weil Van Dijk da hinten wieder den Klumpfuß spielt. Und jetzt kommt Brighton. Fabinho geht raus. Schön. Wichtig. Mal gucken, ob wir Deckel jetzt mal drauf machen können hier. Mit Mo Salah. Ah, ein bisschen zu weit von Torwart gerade. Nicht eine ganz gute Idee, aber... Ein bisschen zu nah ans Tor, nicht?
Keita stark. Mané und Alexander. Arnold. Möglichkeit. Nee. Oh, gut aufgepasst da oben. Alexander. Arnold geht da hinterher. Sehr schön. Ab. Was? 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 Für was gab es die gelbe denn jetzt bitte? Okay. Für das bisschen Trikot ziehen gibt er sofort eine gelbe. Krass. So, hoher Ball auf Mané und auf Wiedersehen. Manege frei, oder wie war der Witz damals, ne? Nee. Zu früh ins Zweikampfduell gegangen. Firmino ist übrigens mittlerweile auf dem Feld. Für Daniel Sturridge. Wir sind hier noch nicht gesaved, ne? Also, muss man mal ganz klar sagen, durch ist das Spiel noch nicht. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen Safety spielt und hier... Ich lerne das aber auch nicht, ne? Ich lerne es aber auch absolut nicht. Dass diese verhurten LBY, also dass diese verhurten Y-Pässe scheiße sind. Mané. Nee. Mané ist schon wieder im End of the Match. Okay. Das ist er für Allison. Wunderbar. Arnold. Fabinho. Oh. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ach du Scheiß. LOL. Was war das denn jetzt? Starke Waffe von Keita. Und Mané darf nochmal rein. Komm. Okay, Keita, wo bist du? Keita nochmal, ne. Nicht gut, aber scheißegal. Das war ein Kampfsieg gegen Brighton. Also wir haben, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das mit dem Pferd, das nur so hoch hüpft, wie es muss? Trifft in dem Fall hier auf uns heute zu. Ja, das war nicht mehr und nicht weniger, das war einfach nur ein Sieg. Nicht mehr, nicht weniger, kein großer Glanz, kein gar nichts. Einfach nur ein Sieg. Ich gebe euch noch die Tabelle mit auf den Weg. Ja, wir sind momentan, müssten wir immer noch Erster sein. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Tabelle aussieht. Keine Ahnung. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Let's Play FIFA 19 Karriere. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.